Tolkiens Ende mit dem Demise des Auenlands im Buch war auch nicht so smooth, das Ende, honestly. War eigentlich ganz gut, dass ich glaube, die Filme das geskippt haben, war gar nicht bad. Obwohl die Art und Weise, wie Saruman im Buch stirbt, schon. Am Ende halt der Niedergang eines sehr großen. Ah, ist im Film auch nicht bad. Halt sehr episch, wie Christopher die sich dreht und dann aufschlägt. Auch ziemlich cool. Hey, danke dir, Real TC8. Willkommen, Mann. Danke dir. Ist es ein OTP? Ist OTP ein Swap? Ich, wenn es kein OTP ist, swap ich nicht. I just don't wanna hear it anymore. Es ist kein OTP. Bist ein cooler Typ? Ey, danke, Bro. Danke dir, Mann. Er hat das Buch auch mit 16 geschrieben. Also das erste Buch hat er, glaube ich, sogar mit 15 geschrieben. Aber das letzte Buch mit irgendwie 23 oder so. Oder 24, 25. Immer noch extrem beeindruckend. Aber trotzdem war es ein schlechtes Ende. Also, Pauline, ne? Nicht Tolkien. You say that I didn't try. Folge nicht, wir Kinder von dir. Ey, danke, Mate, aber ich nicht. Ich möchte keine Kinder von mir. Niemals. Ey, danke dir, Jules, für deinen Sub. Willkommen. Danke dir. Und danke auch an Subscrub for Life. Wieso nicht Combat oder Electrocute auf Rumble? Weil die Submasteries schlecht sind. Oder schlechter. Electrocute und Combat sind nicht schlecht. Kannst auch spielen. Aber die Masteries von Inspiration sind absolut insane. Während halt sowas von Sorcery und Domination mir oftmals nicht so gut gefällt. Aber es gibt genug andere Rumble-Spieler, die das anders sehen. Also, das ist einfach nur meine Meinung. Yay. Und du hast mich gefragt, deswegen hast du meine Antwort bekommen. Ja, das ergibt alles Sinn. Ja, was ich damit meine, ist halt, das ist eine gute Mastery, das ist eine gute Mastery, das ist eine sehr gute Mastery. Auf Rumble, das ist eine sehr gute Mastery. Alle Scheiße, alle Scheiße, alle Scheiße. Und bei Domination, decent Mastery, gute Mastery. Ah, okay, schlecht. Domination, ah, you know, aber Sorcery und Inspiration ist auf jeden Fall oftmals zu bevorzugen. So, wir spielen Aatrox gegen Jace. Brauchen wir Tenacity? Eigentlich nicht wirklich, dieses Game. Brauchen wir Ignite? Ach, eigentlich lieber auch nicht. Mit Taric mag ich Aatrox sehr. Und auf jeden Fall, wenn wir einfach ein Reset kriegen, drei Resets kriegen, sowohl für Viego als auch für mich. Aber die Frage ist halt, wenn wir Laning Phase spielen können. Wenn die Gegner viel Roman mit Galio ult und vor allem auch Karthus ult, können wir da schnell bedroht werden, wo wir nicht bedroht werden möchten. Aber vielleicht kriegen wir, die Paul-Kanone. Paolo-Kanone. Let me cloak myself in the slaughter. Was wirst du von Tank-Buffs und ein Tank-Meter halten? Meinst du, das würde Top-End-Impact verbessern? Generell sorgt Tankmeter dafür, dass Games langsamer werden. Mit anderen Worten, eine Rolle, die abgeschnitten ist vom Early Game, hat mehr Zeit zu scannen, weil Games einfach langsamer werden. Und normalerweise sorgt Tankmeter dafür, dass Botlane Carry Meter wird, weil einfach Hyper Carries Tanks töten können. Heißt, wenn halt Toplane Tanks extrem stark sind und tanky sind, musst du dagegen sowas wie Aphelios, Vayne, Jinx, bla 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 picken, damit sie die Tanks töten können. Heißt, um deine Frage zu beantworten, der Impact würde größer werden, weil die Games langsamer werden. Das heißt, du hast mehr Zeit, Games zu entscheiden, weil aktuell hast du ja frühestens Impact in der 14. Minute quasi. Und selbst dann schwer. Aber Tanks würden auf jeden Fall das leichter gestalten. Aber Riot Games möchte ja keine Tankmeter haben. Riot Games möchte ja flashy, schnelle Games und ja, einen coolen E-Sport quasi haben. Gerade in China ist ja diese
diese Art zu spielen sehr beliebt. Sehr viele Fights, sehr viele Dashes, sehr viele Mechanics, sehr viel Aufblitzen und Pop-Up und rote Zahlen und Instagram-Clickbait und bla bla bla. Und Tankmeter ist einfach nicht so flashy. Lange Fights sind weniger flashy als die Banger Kiana und die 5 Leute one-hittet. Von daher wird diese Meta wahrscheinlich nie zurückkehren in dieser Form. Und Tank-Items sind halt so unfassbar schlecht im Vergleich zu Bruiser-Items, dass keine Tanks gespielt werden seit 2 Jahren. Ab und zu haben wir mal einen ordentlichen Competitive, aber in Solo-Queue haben wir keine Tanks. Und ja, ich meine, Tank-Items sind einfach weniger tanky als Bruiser-Items. Das ist, was es ist. Eine Camille mit der Vine Sandra ist tankier als ein Ornn mit Sunfire oder mit Frozen Fist. Zumindest bevor der Vine Sandra genervt wurde. Das war das ganze letzte Jahr so. Dieses Jahr jetzt nicht mehr, weil der Vine Sandra genervt wurde. Aber dann stattdessen spielst du halt Goldrinker und Death Dance. Du bist immer noch tankier. Ja, danke, das helle Mammut. Vielen Dank für deinen Sub. Was würde ich von dieser Meta halten? Ich bin eigentlich immer ein Fan von jeder Meta. Also was heißt nicht jeder, also ich war nicht ein Fan von jeder Meta, aber ich konnte jede Meta spielen. Viele Tanks in meiner Karriere gespielt, viele Enchanter Top, viele Carries. Ich habe mehr Bruiser gespielt als alles andere. War immer meine präferierte Champion-Klasse, die Camilles, Fioras, Rumbles, Gangplanks, Aatrox, sowas in der Art und Weise. Aber bin doch absolut down, dir einen Sion zu picken, habe ich auch viel gespielt in meiner Karriere und ja. Würde ich machen. Ich würde im Allgemeinen einfach einen Meta-Change feiern. Also einfach eine andere Meta als die letzten paar Monate. Und das ganze letzte Jahr. Muss nicht Tank-Meta sein. Wir können auch gerne wieder Mages Top-Lane spielen. Ich würde gerne mal wieder Vladimir gegen Ryze spielen oder sowas. Auf Top-Lane. In der Meta. Muss nicht Tank-Meta sein. Einfach was anderes. Ich werde was anderes spielen. Sehr aggressiver Invade. Ich hoffe, das funktioniert für ihn. Er hat Facewash benutzt. Was ein sicker Solo-Kill. Er hat Facewash benutzt. Ich sehe die Möglichkeit. Ich gehe heran. Wir holen uns den Solo-Bode für Chats. Ist das nicht beautiful? Seid ihr happy? Are you happy? Von Bo Burnham. Kennt ihr das Lied? Oder das ganze Special. Make happy. Nice. Facewash raus. Rein da. Such is the devise. Oh, ich hab den Pot nicht bekommen. Erneut heute. Oh, das ist so sad. Dann hätte ich lieber nicht Double Longsword gehen sollen. Lieber Boots. Einfach Pot früh kaufen und einfach eine Sekunde später die Pien halt. Weil Double Longsword ist schon gut dabei hier. Wenn man der Jace kein Flash mehr hat, aber... Normalerweise wollte er immer Tabis rushen gegen Jace. Aber wenn ich ihn töte, dann eigentlich nicht unbedingt. Ich werde immer noch Tabis kaufen, aber ich hätte auf jeden Fall meinen Pot gebraucht. Das ist schon das zweite Mal heute, dass mir das passiert. Eine halbe Sekunde zu früh TP hier. Deswegen nicht genug Gold habe für den Potion. Not good. Aber happens. Make happy, guys. Make happy. Ey, danke dir, Drakor. Danke für deinen Sub. Ludens auf Aatrox. Was? Ludens? Warum Ludens? In TFT meinst du? Da gibt's kein Ludens, da gibt's auch kein Aatrox gerade. Danke für deinen Sub, though. Aber nicht für deine Nachricht, die ist seltsam. Oh, wenn er zurückgezogen werden würde, ne? Dann wäre er einfach normal tot. Ein Facewash für eine Weile. Nice, dass mich die nicht trifft. Die Explosion ist gut. In Oceans of Blood. Selbst würde ich die Wave sogar stayen, wenn ich Level 6 geworden wäre. So ist es zu risky. Hätte ich Potions, wäre ich halt vor der HP gewesen. Aber warte, ich habe eine halbe Sekunde gegrieft. Kostet mich einiges, aber nicht so viel. Ich kann immer noch resetten. Auf der Cannon Wave sollte er nicht schnell genug pushen können. Aber der kommt aus der populären Netflix-Serie Arcane, der hat schon nicht schlechte Damage. Das sollte fein sein. Ja, deswegen ist es ganz nice, auf Kennenman Waves zu recoilen, weil der Topliner der Gegner, den nicht schnell genug gepusht bekommt, oftmals. Der siebte Minion und der siebte Minion ist der tankigste von allen. Dass wenn ich jetzt rechtzeitig da bin, was ich bin, ich die Wave abfangen kann vorm Turm und er nicht wirklich resetten darf.
Geht er nur auf der Cannon Wave. Deswegen resettet nicht auf normalen Waves, wenn ihr Pressure habt in Lane. Resettet auf Cannon Waves, also kommt auf den Champion auch an. Die Champions wie zum Beispiel die Rhea, die Wave einfach one-hitten können. Ich wäre ganz so auf Plate, oder was? Ja, er ist tot, aber sind Saus hinter mir, actually. Fuck. Ich wäre gerade so auf Plate. Ey, Mann, nicht am Ende. So, ich wurde so auf Plate. Holy fuck. Seine Q auf mich rauf war ja so gut. Well played an Jace. Holy moly. Well played. Honestly, well played. Wo wurde ich lange nicht vorgeführt, movement technisch. Also schon allein, dass ich mein W waste, war bad. Ich hätte niemals wehen sollen in seinen Movement predicten, wohin gehen sollte. Aber ja, well played. Mich komplett outplayed. Komplett hops genommen, movement technisch. Glücklicherweise hatte er trotzdem Misplayed davor, also ich habe seinen Misplay natürlich trotzdem gepunished. Und habe ihn immer noch 1v1 getötet, aber bin dann sind Sau gestorben, das ist ziemlich well für den Jace. Einfach ein easy kill sein sollen und nichts anderes. Ziemlich gut von ihm. So viel Zeit zu kaufen und mich so hops zu nehmen. Vor allem halt, ich Q halt auf ihn rauf mit der dritten Q und er Q einfach in mich rein und ist dann hinter mir und meine Q trifft nicht. Er hätte einfach auf der Stelle Q'en können und nichts machen müssen. Weil er greedet. Nice, da wäre das Spells getroffen. Wird immer noch richtig weit vorn. Aber ich muss mir an Kardos denken. Ich bin actually sehr weit vorne hier oben, aber Kardos kann ulten, ich sterbe. Und Sau wird auch wieder kommen. Haben wir eine Honey für mich? Ja, Tabi sind Pflicht. Ich brauche Movement Speed und ich brauche Anti-On-Hit gegen Sau und gegen Jace. Wir haben beide wieder Flash, Jace und ich. Deeper than any shadow. Base war schon raus. Oftmals gut ist einfach zu bekommen, weil Jace dann viel weniger machen kann. Gegen Flash. Wir müssen aufpassen bei dem Dive. Kato ist immer noch spooky. Warum Flash dafür? Ja, einfach die Wave warten können. Aha. Das war sehr unnötig. Ich muss flashen, sonst werde ich gleich Kato's Ulte noch. Na, er hat einfach gesolo-killed, by the way. Er hat einfach gesolo-killed. Well done, Max, war. Ich hab so Bock aufs Play zu gehen, aber ich habe jetzt schon ein bisschen gegrieft. Ja, der Saut hat mich gesmited. Ich hatte Angst, weil ich noch mehr Leben verliere, dass ich dann sterbe an Kardos ult. Weißt du, ich bin sehr low. Aber es sollte fein sein. Selbst mit Dark Harvest sollte ich nicht sterben, aber wenn ich eine EQ trifft, dann auf jeden Fall. Sterbe ich dann an Kardos ult. Gehe ich jetzt ernsthaft? Nein, ich kaufe hier nicht Tabis. 500 Gold, ich kauf Iron Spike. TP auch Toplane ist Season 12. Und ich brauche immer noch Tabis, aber ich kaufe jetzt nicht für 500 Gold Tabis und ein Ruby Crystal. Wenn ich 1100 Gold habe, gebe ich 900 Gold aus und kann nichts kaufen. Das ist so horrible. Wir wollen ja die EQ-Kombo von Jace blocken, wenn er den Cannon damit lastet möchte. Oder wir wollen ihn töten. Je nachdem, was er macht. Er wird keine EQ haben, es wird auf Q hinauslaufen. Das können wir jedes Mal blocken. Dass er den Cannon einfach nicht kriegt. Alles easy. Ein Drake sogar gesteht. Max war komplett am Smurfen. Er ist ja komplett am Eskalieren. Lästige Karte, so ist.
insaner Damage von Jace. Wir brauchen unbedingt Tabis. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Tabis brauche? Ah, nehmen Hops. 1v1 ist nice. And again. Gegner spielt 2 Ignites. Sau spielt Topside. Hat's einen Sau Power Spike? Eine Sau ist 2-4. Kein Power Spike. Jace hat TP. Ice Plating is greedy, aber ich hab Goldwinker, wenn ich Splate kriege. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Tabis brauche? Jetzt hab ich Goldwinker, guys. Wow. Ja, trotzdem besserer Power Spike als fucking Tabis jetzt. Ist halt wieder das gleiche. 1100 Gold. Ich werde mir 1100 Gold nicht Tabis und Ruby Crystal kaufen. Ist einfach nicht drin. Zu weak. Goldwinker ist ein No-Brainer. Gerade auch, weil wir gegen 0 Topsides, 0 Ignites auf Topside spielen. Weder Jungler noch Toplaner hat Ignite. Nur Supporter und Midlaner. Vielleicht werde ich hier trotzdem Plating, weil ich ein Plate genommen habe. Aber diesmal ist okay, von Plating zu traden, weil ich einen Power Spike habe dank des Plates. In dem Fall Goldwinker. Danke dir auch an Erne Poerne für deinen Sub. Willkommen. Danke dir. Ja, ich kann Wombi tun. Ich kann auf jeden Fall sind Sau und Jace Wombi tun. Ich kann bloß vielleicht nicht Galio und Jace Wombi tun, weil Galio Ignite hat. Janna ist auch sehr lästig für meinen Champion, aber well, die wird leider nicht Topside sein. When they load the incarnation. Ja, wenn Jace da vorläuft, töte ich ihn jetzt einfach. Weil keine Karte so da ist, at least. Kein Face Rush. Also, wir ein bisschen aufpassen. Ein Banger Fight hier oben, Mann. Ich hab schon wieder Angst vor Karte so, ne? Aber ich auch das Stand in der Tat mit dem Lifestyle von Goldwinker und auch nicht zuletzt dank des Ocean Drakes. Ah, Cardosot macht es immer ein bisschen scary. Heal the Thunder. Ach komm, wir können hier Camps Farm gehen. Können uns auf Grom Full HP heilen, wenn wir wollen. Können aber auch einfach Krabbe machen. Relativ straightforward. Ey, danke dir, Smezze, für deinen Sub. Willkommen. Danke dir, Mann. Ich hab so Bock, ihn zu diven, aber es ist halt mit Karte so einfach ein bisschen risky. I will carve your soul. Upside. Kann man mit tun mit Ult, aber Cardus Ult. Ah, mein Flash predicted. Finally. Was ein banger Fight hier oben, da. Ah, ich hab ihn zurückgezogen bekommen. Ja, mein Schirm Flash predicted. Aber dann ist er trotzdem nach vorne gelaufen, also renne ich ihn dann runter am Ende. Und uns den nächsten Solo-Kill. Aber es ist ein Banger, also. Dann immer so die Gratwanderung zwischen, kann ich komplett Tame gehen oder muss ich Cardus respekten? Ne? Es ist halt immer so, kann ich ihn jetzt schon diven oder muss ich Cardus respekten? Immer so dazwischen halt. Ey, danke dir, Smetal. Ach, hab ich schon gesagt. Vielen Dank, Mann. Trotzdem. Now I would welcome it. Tatsächlich ist aber das Matchup 10-mal leichter, wenn ihr einfach Tabis im Early Game kauft. Wenn ihr einfach Tabis habt, ist halt nicht ansatzweise close. Der Movement wird super wichtig, damit ihr an Jace rankommt. Und er macht ja nur physischen Schaden und er kauft sogar Armor Pen, also Lethality. Quasi noch besser dagegen Tabis zu haben und gerade auch gegen die ganzen Auto-Attacks deiner beiden Instanzen, sowohl Melee als auch normaler Jace.
Lennar spielt die Ignites. Heißt, vor ihr müssen wir vielleicht ein bisschen Acht geben. Spiel nicht nur Ignite, ich spiele sogar Oblivion Orb bereits. Kein Flash. This is your absolution. Rampage. Not bad. Ziemlich cleanes Game eigentlich. Bisschen wild und der eine Outplay von ihm war wirklich sick, also. Aber wirklich fettes Outplay dann den Jace für sein Movement. Wo ich, da wo ich meinen einen Death hatte. Da bin ich wirklich gut outplayed. Haben wir den alle Hero Duction gekauft? Dann gestern Tarek, Viego. Na gut, selbst Aphidos. Da gibt schon Sinn. War dreimal? Nicht recht, auf wenn Jenna welche kauft. Bam, 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 bam. Nein, ich werde für eine Wave fliehen. Ah, hat kein Flash. Which means he's dead. Er botet FF. Mein 1 für Midlaner. Yep. Yep, yep. Weil wenn man mit Aatrox E einsetzt, resettet das Auto-Tags. Ja, tut es. Wenn du auf der Stelle E'st für ein kurzes E, dann ja. Du darfst ja kein langes E machen, ne? Wenn du ein langes E machst, dann dauert es zu lange für den Auto-Attack. Kurzes E, ja. Das hier ist ein langes E, was du gerade gesehen hast. Ich kann es ja wahrscheinlich mal so zeigen. Guck, siehst du den Unterschied bei dem Pfeil? Kannst halt, wenn du auf der Stelle so bam, bam, dann ist ein Auto-Attack-Reset. Und wenn du ein Long-Range E machst, dann ist es auch ein Auto-Attack-Reset, aber dauert halt viel länger. Die längsten E's hast du ja so oder so über Wände. Und die längsten E's sind ja über... die Wand und die Wand hier. Kleiner Fun Fact bei Aatrox. Sein Schwert wird immer noch grün, wenn du E'st. Das ist von früher. Früher hat Aatrox Bonus 80 bekommen, nachdem er E geät hat. Und das haben sie ihm weggenommen, wie so vieles andere aus Aatrox Kit. Aber dass das Schwert grün bleibt für die Zeit, wo du Bonus 80 bekommst, ist verblieben. Habe ich schon oft erzählt, die Story. Also wird wahrscheinlich den meisten hier nichts Neues sein. Aber es ist nur bei dem Skin so. Weil deswegen wird das Schwert halt grün, weil du hast früher bis zu 55 Bonus 80 bekommen, wenn du geät hast. Aber nur bei dem Skin bleibt das Schwert halt in einer anderen Farbe für die Zeit des Bonus 80 Werts. Kados wird die Top-Wave trotzdem clearen, also hat er seinen Job erledigt. Kann den Turm da nicht nehmen. Ich bin genau weggeht, als er rübergedasht ist. Aber leider hat der auch noch Flash 1000 Gold. Ich hätte nicht gedacht, dass Janna noch kommt und mich Anti-Heal prockt. Weißt du. Nicht so worth. Ich hätte einfach das sofort, das erste sind sau weh Flash. Flashen sollen. 1000 Gold für den Dude ist nicht so gut. Aber ist egal. Wir haben es aber noch gewonnen, I think. 19-12, wir haben drei Drakes vielleicht gleich und ich bin sehr, sehr spiked. Die Frage ist bloß, was kaufe ich jetzt? Sonnes ist schon nicht schlecht. Ich kann sowohl einen Teil von Death's Dance Sonjas als auch von, vor allem Karthus Ult, Galio Ult. Also einfach Sonjas into GA, würde ich sagen. Die beiden Frontliner haben keinen Flash, das heißt, dieser Fight, es wird relativ leicht sein, Resets zu kriegen.
No FJs Sinn. Easy Resets. Für mich und für Sinsau, für mich und für Viego. Ziemlich gute Info. Eigentlich, der Viego möchte am liebsten so eine Sau werden, dann kann er halt richtig deep chasen. Kann ich den Karthus abfangen? So, er denkt, er fängt mich ab. Aber ich fang dich ab. Oh, dann werde ich abgefangen. Ha, ich werde abgefangen. Oh mein Gott, ist einfach GG oder was? Ich bin ja so nutzlos, Mann. Das war full tank, der Dude. Oh no. Oh no. Warum mache ich denn nie Damage? Ich bin 7-3. Warum bin ich so nutzlos? Ich war 7-2 sogar. Wir können niemanden töten gerade. Holy fuck, war ich nutzlos. Ich vergesse, ich bin gesmited. Okay, ich mache 15% weniger Schaden. Aber what the fuck? Ich bin ja so nutzlos. War ich ignited schon wieder? Ich war nicht mal ignited. Ich war nur ein bisschen anti-healed. Jetzt trotzdem GA? Need heal reduction, I guess. Jace ist jetzt so stark. Er ist stärker als ich. Mache ich denn nie Damage mit diesem Champion? Mein Gast smite ist schon stark und ich heal mich halt so wenig, wenn er mich smitet. Wenn ich einfach keinen Schaden mache. Soll ich Seril das kaufen? Jace hat da gerade Blue-Up gemacht. Na, die Wave schon zum Großteil geklärt. Hier wird nicht mehr viel drin sein. Nicht Mitte pushen sollen. Alter, das wollte wegspielen. Ich habe gerade gecringed, I guess. Ich bin nicht tanky genug für Sinsau und er ist tanky genug für mich. Mit Zähne Waffen, das Ding ist tot, bevor die da sind. Alright, alright. Jetzt GA. Haben wir fertig, das ist gut. Und dann können wir Richtung Seryldas gehen? Seryldas? Seryldas oder Black Cleaver? Vielleicht noch Spirit Visage will ich nicht kaufen, nehme zu viel hier Heilungen. Wenn, dann kaufe ich Force of Nature, glaube ich. Ich würde sehr gerne pressuren, aber ich habe keine Info. Ich habe keine Stopwatch. Ein Saus hinter mir, aber es sollte eigentlich nichts münden. So viel Anti hier, Mann. Keine Cannon Wave auf der Wave 4, aber jede Wave, die jetzt kommt, wird eine Cannon Wave sein. Ah, kriegen seine Sonne, I guess. What the fuck? Oh, kein Damage, einfach voll HP, ich bin ein HP oder was? Wie ist der so tanky? Der hat die gleichen Items wie. Er hat sogar weniger Items als ich. Aber warum bin ich so nutzlos?
Sind sie auch einfach so tanky? Ich bin einfach überhaupt nicht tanky oder weniger alt als ich. Ich habe sogar noch eine extra Cloth-Armor. Ich bin gerade einfach runtergerannt, bevor Titarico durchgekommen ist. Ist Vego schon gestorben. Und Jace ist jetzt einfach stark, der war mal 0,5, by the way. Hat mich scheinbar outscaled, ha? Huh? Müssen Drake fighten. Warum bin ich so schwach? Ich mach nichts. Ich bin 7,3 und nutzlos. Ich brauch Cerildas oder was? Anti-Heal, maybe wirklich einfach, aber. Eigentlich reicht es, wir haben zweimal Anti-Heal, ist okay. Dann gerade gewardet. Ich habe alle ihre drei Wards geklärt, das heißt, sie hat maximal noch einen Pink Ward. Und den vierten Ward hat sie noch im Inventar, das heißt, sie haben keine Wards, die Gegner. Ich habe alle ihre Wards bekommen, das ist gut. Das ist ihr vierter Ward, sie hat kein Ward mehr. Nice. Ich brauche wahrscheinlich einfach wirklich Armor pennen, um nützlich zu sein. Ja, ich brauche Cerildas. Ja, wir wahrscheinlich für den Nash spielen langfristig. Immer den Drake bekommen, das war gut. Gut, dass wir die Vision so contesten konnten. So, Top zum Kriege, die gehen mal zu dritt Botzeit. Sind Sau, Jace und Jenna. Nice, ist gerade relativ gut, das Split-Push. Wenn die kein Hard-Engage schon vorfinden, ist gut. Solange unser Vego jetzt nicht mit einfach ohne Sonnenstift. Ich guess, er ist tot. Er stirbt trotzdem, oder? Am Leandris. Ah, Lifesteal am Jungle-Camp ist gut. Close noch. Sehr, sehr close. Ja, Leute, das Game wird auch so hart, ne? Holy fuck. Vielleicht einfach top tippen sollen. Aber er hätte einfach nicht fighten müssen, so. Der Bot den Inip for free bekommen, einfach smart, das Split pushen, fertig. Welche hätte der TP'n? Wenn die töten, ist halt Drake free. Ja, Nash. Ich hab noch keinen Cerildas Grudge for Item, aus Whisper. Wenn Gardeo reinultet, ist ein großes Problem. Oh, jetzt wird's richtig scheiße. Oh mein Gott, ey. Ich bin so nutzlos. Ich bin so scheiße. Ich kann gefühlt nie was machen mit diesem Champion. Aber es muss an mir liegen, dieses Game. Ich bin eigentlich so peer gewesen. Oh wow, mich gecheased. Ich bin aber full HP wieder und er ist nicht mehr im Drake Fight dabei. Instantly. Vielleicht, wenn wir Wardwave stallen können. Wirkt euch kein TP, though. Können wir Resolves noch canceln kurz? Ist okay, wenn wir den Base kriegen. 1-2-1 bis jetzt. Denn da war sogar ziemlich wichtig für deren Teamfight. Und wir kriegen den Bottom, oder? War nicht ganz. Aber ist okay. Nicht bad. Geh mir endlich so das Grudge, damit ich Schaden mache. Ich bin ja so nutzlos. Kann ich vielleicht mich live stehen? Der Jace war 0,5. Der ist 1000 Gold wert.
Wir haben drei offene Inhibs, also es ist. Das ist wild. Also einfach für Seele spielen und für Tarek Ults. Ich bin Level 18, ich bin quite strong, aber unser Jungler ist mittlerweile nur Level 14, der ist sehr underleveled. Ich bin für Draco für rechtzeitig da, ich habe auch keinen Flash mehr, keinen GA mehr. Das Fehler werden die nicht verziehen, wenn ich sterbe. Ich fokus weit von was mir war dead instantly. Ich kann niemals die Jenna hitten, ich muss versuchen Gale und seinen Sau zu treffen. Jace ist auch viel zu risky und einfach front to back. Mit Haragold. Wenn ich Ult und Conquest Stacks habe, sollte ich 500 AD haben, no? So um die 500 AD. Ist schon sehr, sehr stark. Wenn ich dann Heilungen kriege von Death's Dance, was mit Bonus AD scaled, kriege ich sehr viel Heilungen. Dann müssen niemanden töten, wenn das passiert. Holy fuck, sind wir useless. Aber wir sind alle nutzlos! Wir können einfach enden jetzt, ist einfach over. Wir haben verloren. Wir machen alle nichts. Wir sind alle nutzlos. Wie sind wir denn so scheiße, hä? Wir können niemals 5 gegen 2 halten, ist over. Keine Stopwatch, ich kann nichts kaufen, ist aber lost. Ich bin komplett nutzlos. Wieso bin ich nutzlos? Ich war 7-2. Einfach verloren. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mindblown. I don't know. Einfach scheiße. Ich muss scheiße gespielt haben. Ich fühle mich so oft bei Arthrock so nutzlos. Gegner kaufen 1-2 Hero Reduction Items. 1 oder 2 Ignites und bist einfach nutzlos. Like, what is this? Ich hab Lane gekingdomt, by the way. Ich wurde so outperformed. Er war 0-5. Er endet das Game 9-6-10 mit 30-fachen Damage von mir. Wir können auch nie jemanden hitten. Wir machen auch keinen Damage. Ich mache einfach nie Schaden mit diesem Champion. Ah, GA, ich weiß nicht. Ich muss einfach Geld haben. Ich muss Third Item Cyrilla das kaufen oder so. Ich weiß es nicht. Wie kann ich Lane so hart gewinnen und dann so nutzlos sein? Ich muss ja so gegrieft haben. Aber ich kann nicht mal sagen, wo. Ich habe legit keine Ahnung. 30 Mal gesolo-killt den Jace. Ich war so OP. Ich war so nutzlos zeitgleich. Ich bin honestly mindblown. Hier muss ich auf jeden Fall, das ist halt der erste große Fehler, ne? Muss ich auf jeden Fall, das ist ein Sau-Weh flashen. Wenn ich das ein Sau-Weh geflasht bekomme, kann er halt mich nicht töten und wer jetzt kriegt nicht das erste Mal 1000 Gold. Gold für Jace, das ist sein fucking zweiter Kill, er war 0-6, das ist sein zweiter Kill, er stirbt jetzt nie wieder, er ist 0-6 gegangen und ist nie wieder gestorben fürs gesamte Game. Aber hier war fetter Int, I guess, ich habe einfach nicht verstanden, dass ich nichts mache. Der Saus, der steht 2-6, ich bin 7-2 Aatrox, ich mache kein Damage. Er hat mich einfach outdamaged. Just like that. Er ist so OP, hä? Er hat viel weniger, ich habe fucking Death's Dance, wieso bin ich so nutzlos? Er stand 2-6. Ich bin so nutzlos. Warum bin ich so nutzlos? Ich bin 2 Level vorne, hab ein Item mehr und eine Stopwatch. Ich livestream einfach nichts, I guess. Wahrscheinlich liegt das. Er hat ja nicht mal das Dance fertig. Ich schiebe mich einfach gar nichts, ne? Weil klar, Carlos macht Damage über die Wand, keine Frage. Ist nicht unbedingt ein Sau-Damage, aber ich mache einfach kein Damage. Ich bin nutzlos. Ich schiebe mich nichts. Ich mache kein Damage, deswegen halte ich mich nicht. Ich stehe einfach da und krieg aufs Maul. Ich bin gesmited, 15% weniger Schaden, er hat 135 Armor. Ich bin mindblown. Da habe ich komplett disrespected. Ich dachte, ich bin hier auch komplett auf Power Spike, 2 Items Sonyas.
Level 14, höchstes Level im Game, komplett gespiked, super stark, 7 Zwartrox und ich kann nicht, ich bin eigentlich nutzlos, ich habe komplett gegrieft. Komplett mein Power-Level falsch eingeschätzt, ich kann einfach nichts machen. Ich kann so nicht spielen. Ich bin nicht tanky, ich mache auch kein Damage. Ah, und trotzdem müssen wir jedes Mal dieses Game gewinnen, spätestens nach fucking Nash. Und dann saut er einfach rein. Was ist das? Ich hab nicht mal das Schild bekommen. Von Jenna. Mit meiner dritten Q, Gawdrinker, Proc, Auto-Attack. Wieso bin ich so nutzlos? Ja, einfach 200 Damage. Ich hätte Cyril das kaufen müssen. GA war scheiße. Dritte Q ins Gesicht, Auto-Attack und Gawdrinker. Ich krieg nicht mal das Jenna-Schild tot. Auf sind Sau. Wenn wir hier besser gesplittet hätten, wäre das Game trotzdem gewonnen, I think. Wenn wir einfach, weil nicht Toplane sterben. Gegen den dritten Turret da oben. Wir kriegen Bot-Inip for free. Wenn wir da oben jetzt einfach nicht fighten würden, wäre super. Einfach die Gegner auf unsere Lanes reagieren lassen. Diego war sogar noch am Raptoren clean, um wieder vor dem Spiel zu werden oder so. Wir re-engagen mit der Philios und er überlebt ja lange dank der Tarigul, aber ist halt trotzdem sehr schlecht. Jetzt hätten wir hier viel mehr machen können. Der Play war auch horrible. Jason einfach Full Tank. Macht kein Damage. Ich glaube, ich war noch nie 7 Kill Aatrox und so schwach. Habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, dass ich so schwach war wie dieses Game. Ich habe auch einfach komplett meine Power Spikes falsch eingeschätzt, scheinbar. Ich war einfach, ich dachte, ich bin komplett strong und ich war einfach schwach. Ich war komplett useless. Ich hab Lane gekingdomt, ich hab Lane extrem hart gekingdomt und ich war komplett nutzlos. I am completely mindblown. 0-6 Jace, 9-6 10 am Ende des Games. 7-1 Aatrox, 7-5 Aatrox. Ich muss so schlecht gespielt haben. Das ist gerade richtiger Schlag ins Gesicht irgendwie. Ich habe es noch nie, dass ich so falsch Power Spikes eingeschätzt habe. In meinem Leben. Also ich glaube, das ist vorgekommen, als ich noch nie League gespielt habe. Dass ich mich so stark fühle und einfach komplett useless bin. Ich hätte einfach Cyril das kaufen müssen, damit ich irgendwie Damage mache, um zu lifestealen. Damit ich mich tatsächlich wieder hochheilen kann. Oder irgendwas. Ja, die Items sind alle extrem störend. Aus Sicht von eines Anti-Heal-Champions und die Ignites auch, aber ich fasse es nicht. Es ist ja so bad gewesen. Holy fuck. I mean, I guess verplattern Jace. Der ist nur 6 gegangen und hat das Game gecarried. Most damage im Game gemacht. Mich komplett outvalued. Viel besser gespielt. Doppelten Schaden von mir. Legit doppelten Schaden. Und er war 0-6 in Landing Phase. 0-6 in Landing Phase, doppelter Schaden. Bei Petanini, er hat einen 10 gespielt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich fühle mich gerade komplett geflasht, getreten, geschlagen ins Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist dieses Game. Dass ich jeden Power Spike falsch eingeschätzt habe, einfach komplett hops genommen wurde. Ich war nie useful. Nach Landing Phase war ich nicht einen Moment lang stark. Ich hatte nicht einen Teamfight, wo ich einfach Aatrox-Dinge gemacht habe, wie man die kennt und Deep, wo einfach Leute tötet und sich hochheilt. Ich war einfach nutzlos. Ich war einfach nutzlos. Ich fasse es nicht. Ich bin mindblown.